Während der gesamten Bauzeit lief der Hafenbetrieb weiter. Sogar beim Absenken der 132 Meter langen Tunnelelemente. Nur eine Handbreit ragt die mit drei zweispurigen Fahrbahnröhren ausgestattete Betonkonstruktion aus dem Elbwasser. Vom aufmontierten Kommandoturm aus wird sie genau zur Absenkstelle manövriert. Sie können mit ganz langsamer Fahrt die Baustelle passieren. Die Fahrt ist freigegeben bis 3000 Topf. Die 29, gebt mal eure Leine jetzt ab. Herr Immich, wie sieht's aus mit dem Taucher unten? Wasser ziehen Schlepper das Tunnelelement vom Ausrüstungsplatz ins offene Elbwasser. Zuvor wurden die beiden Richttürme auf das Deck montiert. Jeder Turm verfügt über eine Windenplattform, der südliche außerdem über eine Kommando- und eine Vermessungszentrale. Zwischen den Türmen die Absenkpontons. Das Verankern über der Absenkstelle erfordert höchste Konzentration. Jede Bewegung wird in der Kommandozentrale registriert und sofort ausgesteuert. Das Tunnelelement, von dem nur 1% seines Volumens aus dem Wasser ragt, muss genau in seiner Position gehalten werden, bis die letzte der 6 Haltetrossen an Deck geholt ist. Die Positionskorrekturen erfolgen über die Schlepper oder über bereits festgemachte Trossen, die von den Winden auf den Richttürmen aus über Flaschenzüge bedient werden. Winde Südost 1 Meter einholen. Winde Südost 1 Meter einholen. Ja, ich gebe Ihnen mal die Werte eben durch. Achsen aus den Vermessungsdaten ergibt sich jederzeit die genaue Position des Tunnelelements. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Planmäßig läuft der Countdown. Über die 6 Ankertrossen wird das Tunnelelement auf wenige Dezimeter genau über der Absenkstelle ausgerichtet und in der Tideströmung gehalten. 3, 2, 1, 0. Über die Schächte in den Richttürmen ist die Bedienungsmannschaft in das Tunnelelement gestiegen. Nach letzten Sicherheitskontrollen im Element kommt der Befehl zum Fluten. Wasser strömt in die Tanks. Mit 3 Vermessern und 7 Technikern an Bord beginnt das Element in die Rinne im Elbgrund abzusinken. Tank 5 0,33 und Tank 6 0,15. Jetzt kommt Ost, Tank 1 0,4. Die abwärts treibende Kraft entsteht durch das Fluten der Tanks. Sobald die Pontons eingetaucht sind und sich das Element an sie angehängt hat, bekommen die Flaschenzüge Zugkraft. Das Fluten wird beendet. Seilkräfte von 75 Tonnen pro Absenkponton reichen aus, das 46.000 Tonnen schwere Element sicher im Wasser zu bewegen. Durch einseitiges Abvieren wird es in die vorgesehene Längsneigung gebracht. Dabei kommen die Richttürme in lotrechte Stellung. Je näher das Element an die Anschlussstelle kommt, desto wichtiger wird jeder Zentimeter in der Positionsbestimmung. Achtung, 3, 2, 1, 0, Ende. Die Winden auf den Pontons laufen so exakt synchron, dass kaum Höhenkorrekturen erforderlich sind. Entscheidende Augenblicke für die Vermesser im Richtturm. Jetzt geht es um Millimeter. 29,4332. Ende. In knapp einem Meter Abstand passiert das Element die Stirnseite seines Vorgängers. Per Echolot kann dessen Lage Millimeter genau bestimmt werden. Jetzt lagert das Element auf den Konsolen auf.
Sind die Stahlstempel hydraulisch ausgefahren, wird das neue Tunnelelement über die südliche Ankertrosse herangezogen, bis ein durch Gummi abgedichteter Fugenraum zwischen den Schottwänden entsteht. Nach dem Schließen einer Verbindungsleitung zwischen Fugenraum und Außenwasser und Öffnen einer Leitung von der Fuge ins Element Innere entsteht vom freien Ende her ein gewaltiger Wasserüberdruck, der das Element mit bis zu 9000 Megapond gegen das andere presst. Dabei wird das ringsum laufende Dichtungsband, das sogenannte Gina-Profil, derart an die gegenüberliegende Stahlfläche gedrückt, dass es das Tunnelinnere hermetisch von der Außenwelt abschließt. Nun wird der Fugenraum leer gepumpt. Zehn Stunden nach dem Ablegen vom Ausrüstungsplatz ist das Ankoppeln beendet. Durch den Fugenraum kommt die Mannschaft herüber, um auf das erfolgreiche Manöver anzustoßen. Die nur noch knapp aus dem Wasser ragenden Richttürme können jetzt demontiert werden und dem Schiffsverkehr den Weg über das abgesenkte Element freigeben. Mit eigenem Antrieb und lenkbaren Rädern fährt ein Sandspülturm unter Wasser auf dem Tunneldeck. In Schuten wird sorgfältig ausgesuchter Spülsand angeliefert, den eine große schwimmende Spülpumpe in das Rohrsystem des Spülturms drückt. Gespült wird bis an die 1:3 geneigten Böschungen der Absenkrinne. Rund 15.000 Tonnen Sand pro Element müssen in den etwa 1,20 Meter hohen Zwischenraum zwischen Tunnelboden und Absenkrinne eingespült werden, um dem Element ein endgültiges Auflager zu schaffen. Der Spülturm arbeitet nacheinander von beiden Elementseiten aus und wird schrittweise verfahren. In jeder Position spült er dicht an dicht sogenannte Sandkuchen auf. Oben auf dem Turm zeigt sich am Sand im Rücklaufwasser, wann ein Kuchen fertig ist. Dann wird der Rüssel in die nächste Spülstellung verschwenkt. Jeder Kuchen hat einen Durchmesser von ungefähr 12 Metern. 2 Wochen lang werden täglich 1200 Tonnen Sand angefahren und verspült. Oben auf der Elbe leistet die schwimmende Maschinenanlage so viel wie ein Wasserwerk für eine Stadt von 250.000 Einwohnern.